Wie Kim Spiriert, auch Sandra Tyson dokumentiert Krebsleiden. Vor wenigen Tagen verlor Webbloggerin Kim, alias, mit 30 Jahren den Kampf gegen den Krebs. In ihren YouTube-Clips machte sie aber bis zuletzt Leidensgenossen Hoffnung und glänzte mit purer Lebensfreude. Dieser Inspiration folgt auch ein anderes Netzsternchen, nämlich: Bei der 20-Jährigen wurde vor über einem Jahr Lymphknotenkrebs festgestellt. Ihren Weg durch die Krankheit dokumentiert sie seitdem auf der Videoplattform und überstrahlt mit ihrer positiven und lebensbejahenden Art die schwere Zeit.